Hallo ihr Lieben, guten Tag, Merlan hier in Deutschland. Heute koche ich Hühnchenbrust mit Parmaschinken. Ich habe schon da hier die Backofen vorbereitet und kurz später muss ich auch ein bisschen kurz braten. So, jetzt das ist alles so zarten hier. So, ich zeige euch, wie das machen. Wir müssen das hier erst ein bisschen Salz machen. Und Zitronen. Ich fand das sehr, sehr gut. Jedes Essen, das habe ich gemacht hier. Ach so, kein Pfeffer. Paprika ein bisschen. Und Basilikum. Sie können auch die frische Basilikum reintun, aber ich habe keine. Aber jetzt ich habe nur trockene Basilikum hier. Wie ist das denn? Und jetzt die trockenen Tomaten. Noch ein Stück. Und dann ja jetzt. Und dann hier Kräuter de Provence. Habe ich es gekauft? Und der Rest von meinem Frühstück. Und dann so, Parmaschinken. Das habe ich von gestern gekauft von Edeka. Zu machen.
zu machen. Ich kann das hier ein bisschen ausdrucken. So, zu machen. So. Und danach ein bisschen Salz. Nicht so viel, weil der Schinken ist auch salzig. Zitronen, Pfeffer. Basilikum. Und Paprika. Und Cayenne-Pfeffer. So. Und auch in andere Seite. Nicht vergessen, Salz. Ey, Karabo. So. Wiederholen. So, es geht noch. Und jetzt, ich muss auch meine Pfanne, Olivenöl da ist, aber wir konzentrieren hier erst ein bisschen. So, ein paar Mal schrinken. Ich muss das hier. Und das hier fertig. Und hier ein Stück. Und im Backofen. Okay. Und jetzt mache ich meine Gemüse. Weil heute habe ich kein Reis davon. Ich esse mit etwas Kartoffeln, Gemüse. Zwei Minuten von meinem Hühnchen. So, ich mache hier Platz zum Schneiden. Und